Willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed. Wir ja müssen den Blutegel, den haben wir beim letzten Mal, im letzten Part haben wir den überführt. Jetzt ist der Pfeil an der Reihe. Hi. Eivor, willkommen auf dem Westmarkt. An einem Platz wie diesem könnte ein Mann des Gesetzes die Leute nervös machen. Warum tarnst du dich nicht? Mein Gesicht verstecken? Niemals. Es ist gut, wenn die Menschen einen Mann des Gesetzes auf der Jagd sehen. Ihr habt herausgefunden, wer der Blutegel ist? Eine heilige Heilerin. Man nannte sie Friedeswit. Sie hatte eine Vorliebe für Augen. Wenn dieser Orden sogar Lundens beliebtester Heilige verderben kann, welche Hoffnung bleibt uns noch? Gibt es etwas Neues über den Pfeil und seine Rekruten? Gerüchte. Ein Mann gibt den Leuten hier irgendwo eine Münze. Und diese Münze gewährt Zutritt zu einem Wettstreit der Männer des Pfeils. Welcher Mann? Hier sind zu viele. Er bewegt sich unauffällig. Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Ich sehe mich um. Bleib du hier. Eivor, welchen Eindruck hattest du von Erke? Dächtigst du ihn? Ich mag Erke, ich kenne ihn nicht. Verdächtigst du ihn etwa? Ich weiß nicht. Der Mörder muss ein guter Freund von Drück gewesen sein. Und es war Erke, der die Leiche fand. Ich kenne Erke gut. Zu denken, dass er so etwas Übles tun könnte, bringt mich um, aber... Dann lass es. Suche Beweise, bevor du deinen Freund verurteilst. Ach, vergib mir. Meine Gedanken kommen nicht mehr zur Ruhe. Ich bin schon so lange Greve und kämpfe für Gottes Gerechtigkeit. Dafür habe ich mich aller weltlichen Belange entledigt, aber... Aber nicht Erke und seiner Freundschaft. Nein. Nein, ich weiß nicht, ob ich das könnte. So gut zu reden. Menschen können einen enttäuschen. Ich hole einen dieser Münzen. Reden tut gut. Es erleichtert die Seele, befreit den Verstand und nimmt die Last von deiner Brust. Ja, in der Tat. Danke fürs Zuhören. Ich habe bald eine dieser Münzen. Bist du dann in der Nähe? Ich gehe die Straße runter zur Paulskirche. Viel Erfolg, Eivor. Na, du hast ja echt nicht weit. Erlange eine Münze. Wie soll ich das denn machen, hier ohne gesehen zu werden? Was, deine Münze? Zeig her. Ist sie das? Für den Schützenwettstreit? Hau ab, Bursche. Das ist meine Münze. Mein Schuss. Wenn du eine willst, sprich mit meinem Freund Hussa. Der hilft dir weiter. Ich hab gehört, man verdient 3 Stücke Silber pro Monat auf dem Posten. Stimmt das? Ja, und sie zahlen noch mehr, wenn du deine Brüder mitbringst. Hussa hat den Hafen von Lundenweg durchkämmt und ein Vermögen verdient. Okay. Boah, das ist ab. Da ist auch noch was. Das ist so. Nee, von da komme ich nicht hin. Er nennt sich der Pfeil, sagt man. Treffender Name für einen guten Schützen. Kannst kaum erwarten, ihn zu treffen. Wurde auch Zeit, dass jemand was gegen diese dreckigen Ausländer unternimmt, unsere Stadt zugrunde richten. Ei, verfluchter Abschau, der mit leeren Händen hier ankommt. Lunden den Lundenern. Die können auf der anderen Seite der Mauer bleiben. Oh Mann, die haben echt ein Rassismusproblem. Irgendwie haben die... Was ich denn? Okay. Wie soll ich denn mit dem reden? Bist du es leid, dich in deiner eigenen Stadt wie eine Minderheit zu fühlen? Suchst du nach einem größeren Ziel und nach Kameradschaft?
Schließ dich uns an und wir werden dir einen starken und zielgerichteten Pfeil in die Hand geben. Das könnte jetzt interessant werden. Infort, du riechst nach Ärger. Mein Leib und Bogen stehen bereit, um dem Pfeil zu dienen. Warum solltest du das schärfste Auge dieser Lande abweisen? Ich hab's nicht so weit gebracht, indem ich jeder dahergelaufenen Mietklinge glaube. Woher weiß ich, dass du nicht irgendeine Ratte bist, die unser Schiff versenken will? Aber nicht doch. Ein gemeinsamer Freund schickt mich. Hat er das? Und wie heißt unser gemeinsamer Freund? Hussa. Heißt der. Hussa schickt mich. Dein Mann in London weg. Hussa? Das ist ein tüchtiger Mann, für wahr. Er hat ein Auge für Soldaten. Aber wie stehst du zu unseren Wirten? Was hältst du von den Fremden? Ausländer bringen Geld, Ausländer werden nie zahlreicher. Ausländer werden nie... Du bist selbst Ausländer. Ausländer werden nie zahlreicher als wir. Ich mag es nicht, wenn zu viele Fremde an einem Ort sind. Ich will nicht in der Minderheit sein. Ganz genau. Die dürfen uns nicht ersetzen. Ha, ja, du weißt genau, woran du mit uns bist. Nimm diese Münze. Damit erhältst du Zutritt zum Amphitheater. Willkommen in der Familie des Pfeils. Mit etwas Glück steigst du schnell auf. Der Second Attentat. Weißt du, die Herausforderung des Pfeils? Okay. Dann wollen wir mal schauen. Das brauche ich erstmal nicht mehr. Kit? Irgendwo habe ich den Namen doch gelesen. Ah. Na. Ich wäre besser direkt zum Ausgangspunkt gegangen. Ja. Schießen oder zusehen? Ihr sucht nach guten Schützen. Jetzt habt ihr einen gefunden. Der Wettstreit ist privat. Nur mit Einladung. Eure Männer verteilen diese Münzen, als würden sie brennen. Ist das genug? Genug, um mit dir zu reden. Doch ich will sehen, wie gut du mit diesem Bogen umgehen kannst, bevor ich dich durchlasse. Willst du deine Treffsicherheit auf die Probe stellen? Klar, warum nicht? Eine Proberunde kann nicht schaden. Na dann mach, es ist alles bereit. Lief doch ganz gut. Wie war ich? Du hast ein wahres Adlerauge. Ich habe genug geprobt. Fangen wir an. Ein wahrer Fanatiker. Mach dich bereit. Das ist ein einfacher Wettstreit. Trefft alle Ziele, bevor der Sand verronnen ist. Ein neuer Herausforderer. Ein Nordlicht aus der Wildnis von Mercia.
Und ein tüchtiger Einheimischer namens Sir. Nun gut, in Position. Haken bereit. Bogen spannen. Feuer. Oh. Ein perfekter Schuss. Wollte gerade sagen, das ist doch nichts mehr. Welche Genauigkeit. Sowas habe ich lange nicht gesehen. Haha, gut gezielt. Du hast dir einen Platz an der Seite des Pfeils verdient. Er wird sich freuen, dich kennenzulernen. Begib dich zum Kaiserbogen und sprich mit unserem Mann, Hussa. Sage zu ihm, möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und er weiß, dass du es bist. Der Vater des Verstehens. Ja, 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 ja. Huhu, da ist er. Plopp. Hi. Bist du Hussa? Ja, wer will das wissen? Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Und möge die Mutter der Weisheit uns Kraft geben. Du sollst genau dastehen. Versuch gut auszusehen, wenn der Pfeil kommt. Und steh still. Wenn der Pfeil kommt, soll ich stillstehen? Freunde, Brüder, gutes Volk von Lunden. Wir gehen durch wahrlich schwere Zeiten. Feige Mörder haben sich in das Heim des Statthalters geschlichen und ihn seines Lebens beraubt. Zurück, mein Freund, mein Anführer, abgeschlachtet wie ein Hund von Ausländern, von unseren Feinden. Sollen wir glauben, dass seine Greven uns anführen? Die tumpen Narren haben doch schon Trück auf dem Gewissen. Sie glauben, wir wären sicher. Doch der Statthalter wusste es besser. Er hat mir seine Pläne für den Schutz von Lunden anvertraut. Im Norden lungern die betrunkenen Dänen von Nordhümbre. Im Süden versammeln sich Elfred und seine Männer aus Westsaxe. Zu all dem sagte mir Trück, Afgos, was wir jetzt brauchen, sind starke Grenzen und noch stärkere Soldaten. Heute ehre ich diesen Wunsch. Ich präsentiere euch, gutes Volk von Lunden, unsere neuen Elite-Bogenschützen, diese Meisterschützen, werden an unseren Rücken postiert, bereit, alle Angreifer zu Land und zu Wasser zurückzuschlagen. Und bis sich dieser Sturm der Anschuldigungen gelegt hat, werde ich Trücks Platz an der Spitze dieser schönen Stadt übernehmen. Nicht, dass ich ihn ersetzen könnte, denn Trück war eine Säule aus Stahl. Doch ich versuche es. Lasst mich euer Pfeil sein und euch den Weg nach vorne weisen. Sicher wird es Nörgler geben. Solche, die mich schlecht machen wollen. Und solche, die wollen, dass Lunden schwach bleibt. Hört nicht auf sie, Freunde. Ich diene nur Lunden. Ich diene euch. Lunden ist ein blühender Ort. Und diese Blüte müssen wir in alle britischen Reiche tragen. Keine falschen Könige, keine Lügen mehr. Wählt den altehrwürdigen Weg. Lundens wahre Stärke. Beherrscht Lunden. Beherrscht Britannien. Beherrscht die Welt. Auf zu Ordnung und Wahrheit. Okay, ich muss mal irgendwas gucken. Er hält eine Rede, jo. Er hielt eine Rede. Oh, durch den Nacken auch.
Pfeile einlegen! Es ist wahrlich nicht leicht, die Ratten einer Stadt zu Kriegern zu erziehen. Ziehen! Du hast niemanden erzogen. Du hast sie in ihrer Furcht gefangen gehalten. Spannen! Erste Welle, Feuer! Nein, ich gab diesen Männern Ordnung. Ich gab ihnen Ziele. Ich zeigte ihnen ihren gemeinsamen Feind. Ausrichten! Zweite Welle, Feuer! Ich war der Pfeil für ihren Zorn. Wenn wir keinen Feind verschlingen können, fressen wir uns selbst. Er sagt die Wahrheit. Ein Mann ohne einen Feind bekämpft nur sich selbst. Rechtfertige dich ruhig, aber du bist nur ein Königsmörder und ein Feigling. Ein mächtig hohes Ross. Du hättest doch dasselbe getan. Zielen und Feuer! Jetzt müssen wir jetzt irgendwie zusehen, dass wir da halt wieder rauskommen. Blut! Treib das Teil hinein! Jetzt wirst du Blut! Ich nicht. Jetzt reicht's mir! Auf mein Zeichen! Jo. Die Rede von ihm? Naja, ich weiß nicht. Du bist unverletzt. Gott sei Dank. Da bedarf es mehr als ein paar Knaben mit frisch polierten Bögen. Der Pfeil war ein Knabe? Ein Mann mit dem Verstand eines Knaben. Afgos. Afgos? Das kann nicht sein. Ich könnte dir noch seinen Kopf auf einem Speer bringen, wenn du ihn sehen möchtest. Nein. Warum solltest du lügen? Aber Afgos, mein alter Freund, hatte keinen Grund zu töten. Lunden war für ihn ein Tiegel des Zorns. Seine verweichlichten jungen Männer abzuhärten. Vielleicht habe ich die Seite von ihm ignoriert, die ich nicht sehen wollte. Ehrgeiz. Gier. Und Wut. Dieser Hass ist bei einem Mann leicht zu erkennen. Doch der von vielen ist Dunst, der den Raum erfüllt. Macht. Menschen streben danach und krallen sich daran fest, koste es, was es wolle. Wohl wahr. Der kalte Trost, wenn der Ruhm nach dem Blut der eigenen Familie schmeckt. Zwei Ziele erledigt. Nun bleibt nur noch der Kompass. Wären das meine Männer, wäre ich jetzt auf dem Weg nach Lunden. Der Kompass wird kommen. Wir müssen bereit sein und mit dem Schlimmsten rechnen. Ich will mich nicht überrumpeln lassen. Können wir ihm zuvorkommen? Vielleicht gibt es einen Weg. Treffen wir uns in der Kirche, wenn du dich ausgeruht hast, Proger. Die gute Schwester wurde ermordet. Wo waren deine Wachen? Hörst du mich, Erke? Ihr Blut klebt an deinen Händen. Intrigen, ich sag's euch! Sie haben Trück ermordet und wollen anderen die Schuld zuschieben!
Oha. Draußen sind ein paar mürrische Besucher. Eivor, wir haben dich nicht gehört. Wart ihr heute schon mal draußen? In den Straßen braut sich irgendetwas zusammen. Ich hörte sie rufen. Der Tod von Afgos und Friedeswit hat viele verärgert. Dann hoffen wir mal, dass der Kompass unter ihnen ist. Daran zweifle ich nicht. Doch sind wir für ihn bereit? Gehen wir nochmal alles durch, was bisher geschehen ist. Trück wurde von Männern, die für ihn gearbeitet haben und denen er vertraute, ermordet und enthauptet. Afgos, der Pfeil, unser Waffenbruder. Er wollte Lunden für den Orden sichern. Und die gute Schwester. Das ist noch ein Dolchstoß in den Rücken. Lundens Heilige, Schwester Friedeswit. Sie war der Blutegel und die Stadt war ihr Fleischmarkt. Dein Bischof hat bereits eine Entschuldigung im Namen der Kirche verfasst. Wir sollten uns auf den Kompass konzentrieren. Alles sammeln, was wir wissen, und offen auf den Tisch legen. Aye. Wir ließen fliegen den Federstock und trockneten der tückischen Tinte Fass. Nun warten wir, dem Wolfe gleich, auf ihres rachsüchtigen Herrn und Rinnsal-Reiters Wiederkehr. Schön, schön. Da hat wohl jemand von Odins Met getrunken. Was beschäftigt dich, Stoll? Wir wissen, dass der Kompass ein Seemann ist, ein Schiffsführer aus dem Frankenreich. Und er wird nicht gerne hören, dass sein Schiff ein Leck hat, sozusagen. Nach dem Tod des Blutegels und des Pfeils wird er sich rächen wollen. Nur wissen wir nicht, wie oder wann. Abgesehen davon bleibt dieser Mann unsichtbar. Ein Feigling, wenn du mich fragst. Rennt in eure Hölle, ihr verfluchten Gräben! Wir sitzen fest! Gibt es noch einen Ausgang? Der Turm! Da ist ein offenes Fenster, an das sie nicht rankommen! Ich geh hoch! Such du einen anderen Weg! Eivor! Lauf! Die Nordier spinnen noch für uns, Stoe. Uns bleiben viele Jahre. Komm! Wo? Wo ist hier ein Feld? Ah, da hoch, okay. Wieso renne ich eigentlich immer durchs Feuer? Na egal. Oh. Ach du Scheiße! Gott, Aua.
Jetzt nicht mehr. Vielleicht grillen wir uns was. Gehen wir. Frische Luft. Das waren jetzt alle. Verschwinden wir aus diesem Inferno. Okay. Uiuiui. Vom Dach aus konnte ich die Stadt überblicken. Im Hafen liegt eine neue Flotte vor Anker. Der Kompass. Das Schwein. Wenn wir die Rutten bemannen, die Afgos gebaut hat, könnten wir einen wahren Pfeilhagel auf sie niederprasseln lassen. Ich würde eher die Flanke nehmen, um dieses Heer zu umgehen und die Boote zu erreichen. Wenn wir der Bestie den Kopf abschlagen, werden die Männer des Ordens leicht zu besiegen sein. Wir brauchen nur den Kompass. Wenn er tot ist, ist die Schlacht gewonnen. Ich kann dich zu ihm führen, durch das Schilf, wie dieser Moses von Stoa. Was auch passiert, heute Nacht endet es. Möge Gott unsere Schwerter lenken und uns den Rücken decken. Werd nicht leichtsinnig, Stimme der Vernunft. Wir sehen uns, wenn es vorbei ist, Erke. Verlass dich drauf. Folgt mir. Ich kenne den direkten Weg zum Hafen. Na dann. So können wir sie umgehen. Wollen wir mal. Das Problem ist. Ich krieg keine Luft! Keine Luft! Hilfe! Befreit mich! So helft mir doch! Hier lang! Der Hafen brennt! Geh da lang! Da kannst du unbemerkt bleiben. Ich versuche, dir Deckung zu geben. Wo soll ich lang? Ach, da. Okay. Das ist also der Kompass. Groß genug, um durch den Ozean zu warten. Boah! Wegen dir musste ich aus dem Frankenreich herkommen. Lösch mich! Rührt vielleicht einer von euch einen Finger, um seinem Herrn beizustehen? Sperr, du Sau! Wow, drei auf einmal, mehr oder weniger. Zu Asche verbrennen, was man nicht besitzen kann, so führen sich nicht mal Kinder auf. Zur Hölle mit Lunden. Udigard hat gut daran, es niederzubrennen. Ein Scheißhaus aus Stein und Mörtel. Nur in Flammen strahlt es hell und schön. Wirst du nun über diese Asche herrschen und das Volk deiner Willkür unterjochen? Du verfügst wahrhaftig über Macht. Macht, die du dir verdient hast. Meine Arbeit in Lunden ist getan. Das reicht mir. Lunden war nicht mehr als ein Anfang. Mein Orden reicht weiter, als eure kleinen Schiffchen euch tragen können. Vergiss das nie, Trück, mein alter Freund. Ein Mann auf See mag Gold und Ruhm haben. Doch er ist immer ein Sklave der Gezeiten. Wir sind diese Gezeiten.
Und da ist er weg. Au! Bist du ja. Dir haben wir unser Glück zu verdanken, Dränger. Wie sehe ich aus? Halb betrunken und halb verbrannt? Weder noch. Und das Blut auf deiner Klinge steht dir gut. Der Kompass ist tot. Lunden gehört euch. Reißt es ab oder baut es auf? Wir bauen auf. Wir verstärken die Mauern, führen Familien zusammen und diesmal nehmen wir weniger Holz und mehr Stein. Nicht jetzt, Erke. Ich brauche einen Moment, um zu beten. Den nehmen wir uns gemeinsam. Bis wir uns wiedersehen, hoffe ich. Ihr steht mir auch bei, wenn ich euch rufen lasse. Du kamst nach Lunden auf der Suche nach einem Freund, Eivor. Gefunden hast du zwei. Eivorger, das hast du dir verdient. Ein Silberring für deinen Rabensitz. Trück hat ihn mir einst geschenkt. Ich denke, du hast es dir verdient, ihn zu tragen. Ich bin gerührt, Erke. Ich trage ihn mit Stolz. Guter Gott, es hat Feuer gefangen! In dem Viehfutter könnte man sich verstecken. Was? Sehr, sehr schön. Scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die Vorerkunde. Noch nicht. Noch nicht. Feuerpfeile? Ne, mit Feuereifer. Eine teilweise gefüllte Adrenalinanzeige wird vom ersten Schlag des Gegners nicht beeinflusst. Ah, das ist interessant. Komme ich da hin, dann muss ich hierher. Nahkampf und Widerstand. Und dann beim nächsten Mal nochmal Wink des Bären. Erstatte Bericht. Ja, das machen wir aber nicht jetzt. So. Ja, so viele. Vor allem das will ich auch vorher noch machen. Wenn wir schon mal hier sind, ich würde sagen, wir holen uns erstmal den Aussichtspunkt hier. Also in die Richtung. Da kommt er.
denn? Magst du Zank reden? Den Austausch von Spott und Hohn? Ah. Es liegt mir. Dann fordere ich dich zum Duell. Aber Vorsicht, dieses Gezänk wird anders als die anderen. Inwiefern? Für dies Messen im Versmaß, der Zweck sei verkehrt. Wir wollen nicht uns beleidigen, wir schätzen uns wert. Willst du also obsiegen? Sei herzlich und mild. Oh, also andersrum. Eine schöne Idee. Du führst Kluges im Schild. Wie liebreizend. Wollen wir wetten? Okay, ich muss... Aber diesmal genau andersrum. Hier ist mein Einsatz. Gerne nach dir. Ich kann es kaum fassen. Wie hübsch kann man sein? Du bist außen wie innen ganz zauberhaft hold. Nun die Schönste bist du, elegant und sehr fein. Was? Okay, dann nehmen wir das Zweite. Nun die Schönste bist du, elegant und sehr fein. Sehr gut. Ich war ganz aus dem Häuschen, als ich dich nur sah. Deine Anmut ist groß, solch wohlgestrahlt rar. Denk nur nicht, dass ich nett wäre, denn das ist nicht wahr. Ich bin äußerst erfreut um dich. Okay. Wow. Deine Anmut ist groß, solche Wohlgestalt rar. Wirklich wundervoll. Du hast große Begabung für Vers und für Reim. Und es macht mich sehr glücklich, wie wir uns verstehen. Das geht. Und durch mein Gegenüber kommt's von schöner nicht sein, aber du klingst so... Okay, da ist... Das Zweite. Und durch mein Gegenüber könnt's schöner nicht sein. Ein Naturtalent. Dieser Abtausch von Worten war mir sehr genehm. Solch gekonntes Gereim habe ich selten gesehen. Es war mir eine wahre Freude, mich dem üblen Alltag von Lunden zu entziehen. Du hast dies mehr als verdient. Oh, das Ganze mal andersrum. Ah, oh, okay. Für den einen bräuchte ich 5. Vielleicht. Die scheint irgendwie zu frieren, oder? Ich denke mal nicht, dass es hier irgendwas Neues gibt, weil die werden. Es wird überall. Suchst du was Bestimmtes? Das wird überall, ja. Hast du schon alles gesehen? Das wird überall. Sonst nichts? Nee, heute nicht. Ich muss los. Bis bald. Dann gehen wir mal da hoch. Manchmal hat er ein bisschen Schwierigkeiten beim Klettern, kann das sein? Allerdings mal ist der Part auch vorbei. Sehe ich, da habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Na gut. So. Das war's dann für heute. Wir werden dann beim nächsten Mal hier weitermachen. Ich weiß noch nicht, ob wir direkt zurückgehen oder ob wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Ich werde mir was überlegen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ich sage erstmal bis dann und ciao.